Egal, ob Pferde selbst ziehen oder ob Tiere gezogen werden, wenn das Landgestützelle zum Aufgalopp bittet, dann lässt sich hier keiner lange bitten. Dabei ist die Veranstaltung eigentlich nur ein Ersatz für die ausgefallene Hengstparade. Man muss sagen, diese Veranstaltung ist entstanden, weil wir gesagt haben, wir wollen dieses Jahr unbedingt was machen und haben uns überlegt, wo können wir was machen, was wahrscheinlich dann auch Monate später noch Corona-konform ist. Und dann sind wir auf diese Heidefläche gekommen. Und Frau Wedekind und Fred Müller, die bei uns auch den Weihnachtsmarkt zu verantworten haben, die sind dann mit mir hier raus und die Ideen sprudelten. Denn es sind nicht nur Warmblüter zu sehen. Auch allerhand Künstlerisches wird angeboten und natürlich Essen und Trinken. Die Veranstaltung läuft unter dem Motto Heide, Hengste, Handwerkskunst und hat etwas von einer Landpartie. Selbst Gäste, die sonst eher weniger mit Pferden zu tun haben, scheinen deshalb begeistert zu sein. Ich bin natürlich mehr für die Handwerkskunst, aber mir gefallen auch die Pferde. Nach der ganzen langen Zeit, wo wir nichts mehr gemacht haben, nichts mehr gesehen haben, da lächst es natürlich mal wieder nach Hengstenvorführung und Show und Leute treffen wieder mal. Mein Highlight sind die Pferde, die Handwerkskunst weniger. Auch die Polizei ist hier heute vertreten und mal eher nicht auf Ganovenjagd. Sogar Hunde haben die Beamten mitgebracht und ihre Spürnasen zeigen, wie schnell sie Waffen finden können. Im Mittelpunkt steht aber natürlich der Pferdesport. Sei es beim Kutschefahren, der Dressur oder beim Springen. Wir legen einfach viel Wert hier auf stilistisch schönes Reiten und dass wir eben diese Pferde langsam und behutsam aufbauen können. Hier war, glaube ich, jetzt auch ganz gut zu sehen, die beiden Dreijährigen, die mussten sich hier erstmal mit den ganzen Menschen auch so ein bisschen da erstmal die Luft schnuppern. Für Landstallmeister Dr. Axel Brockmann ist aber nicht das Springen das Highlight, sondern die klassische Quadrille, also eine Art Formationsreiten. Die große Quadrille, die nur in Celle bzw. in diesem Fall hier in Adelheidsdorf mit 24 Hengsten aufgeführt wird. Wenn wir diese Quadrille bei irgendwelchen Hallenturnieren zeigen oder auswärts als Schauprogramm, gehen wir mit 12 oder 16 Hengsten nur raus. Wirklich nur hier vor Ort mit 24 Hengsten zu erleben. Noch bis Sonntag haben Interessierte die Möglichkeit, sich von den Reitkünsten selbst ein Bild zu machen. Karten kosten 10 Euro und es gilt die 3G-Regel. Zwei Springkeronen.